friends. Hallo, Amanda. Unser erster Gast, ich weiß gar nicht, wie oft er schon bei uns war, meine Damen und Herren, ist ein lieber Freund mittlerweile und wir freuen uns immer, wenn er auf seinem umfangreichen Tourneeplan bei uns vorbeischaut. Das deutsche Comedy-Ass Michael Mittermeier. Haben wir eine sehr interessante Frau zu Gast, meine Damen und Herren. Eine außergewöhnliche Frau, sehr attraktiv. Sie war Playmate des Jahres. Und Sie wissen, die Playmates des Jahres sehen normalerweise irgendwo alle ein bisschen gleich aus. Ja? Und das Tolle ist, sie nicht. Sehr interessant, kommt aus der Karibik. Aus Santo Domingo. Und ich habe vorher schon mit ihr gesprochen. Ich weiß jetzt, wie einige der Karibikinseln, die wir nur von Getränken kennen, Curaçao zum Beispiel, wird völlig anders ausgesprochen. Sie heißt auch anders, als man glauben könnte. Man könnte glauben, sie heißt Heidi. Falsch. Heidi. Und dann Núñez Gómez. Das ist der Name. Und selbstverständlich lebt sie in Ulm, meine Damen und Herren. Bei uns zu Gast Heidi Núñez Gómez. Und meinen nächsten Gast kennen Sie alle aus der RTL-Action-Serie Der Clown. Und morgen Abend ist es soweit. Morgen Abend hat er Premiere mit einer 19-Jährigen hier im Blockbuster Network. Die Serie heißt Freunde wie wir und bei uns zu Gast Sven Martinek. Wimbledon-Zeit, meine Damen und Herren. Deutschland ist wieder vor dem Fernseher versammelt. Und sagt zu 90% Scheiße, wo kommt das denn? Boris Becker ist gefragt worden im DSF-Chat. Im DSF-Chat, wenn er Schauspieler wäre, welche Rolle würde er gerne spielen? Und er hat gesagt, er würde gerne im Paten Teil 4 die Hauptrolle spielen. Tolle Sache. Eigentlich soll Leonardo DiCaprio das spielen. Aber Boris wäre eigentlich fantastisch als Pate, oder? Du hast mir schon mal einen Gefallen gegeben. Du hast mir schon auf eine Kappe Kappe eingeladen. Und es wäre zum ersten Mal, dass ein Mafioso Emotionen zeigt, wenn er daneben schießt, oder? Scheiße! Ja, noch mehr! Um sich anzufeuern. Wer war die Idealbesetzung des Paten bisher? Sie sagen sicher wie alle, ja, Ion Tiriac, natürlich. Wer erinnert sich nicht an diese legendären Sätze? Er ist im Viertelfinale ausgeschieden. Überraschend. Und an dieser Stelle wird schon hin und wieder mal geflucht. Ja, man sagt schon mal Aida Taus oder ach du liebes bisschen, wenn die Emotionen sehr hoch kochen. Und jetzt haben wir gelernt heute, auch Frauen fluchen mittlerweile genauso deftig wie Männer. Früher haben die Damen ja nur gesagt, verflixt. Oder Mano! Ja. Mittlerweile heißt es Schlampe! Ja, oder man platzt, du Arschloch, auf der Straße. Frauen holen also in dieser Beziehung auf und kommen ganz dicht dran. Ich mag das. Ja? Mir ist es wirklich lieber, eine Frau sagt, du Niete oder du Null, als dieses Mitleidige. Ach, mach dir doch nichts draus, kann doch jedem mal passieren. Neues aus der Abteilung Erfindungen, auf die die Menschheit gewartet hat. Ein Dortmunder hat ein singendes Kondom erfunden. Es singt 8 Melodien, ja, unter anderem Love Me Tender. Dann singt es auch For He's a Jolly Good Fellow. For He's a Jolly Good Fellow. He's a jolly good. Das singende Kondom oder wie es auf dem internationalen Markt heißt, Julio Iglesias. Ein Kondom, das singen kann. Ja, schön. Ich frage mich, wann wird mal das Kondom erfunden, das in der Mitte nicht mehr abknickt? Ja.
Für Sex auf Mallorca gibt es übrigens auch ein Kondom, das schon lallt. Ja. In Köln, wissen Sie, was musikalisch gesehen in Köln der Kondomrenner ist? Kondome, die Kanon singen können. Heute haben wir eine großartige Nachhilfestunde, wenn Sie Ihre schulischen Leistungen ins Unermessliche steigern wollen. Es geht heute um eine Kette von Fremdwörtern in unserem Nachhilfefach Deutsch. Lassen Sie sich nicht täuschen durch diesen netten und harmonischen Vorspann. Es geht um Ängste. Fachausdruck: Phobien. Phobien. Und das ist die Frage an Sie. Wie heißen die 50 bekanntesten Phobien? Wie immer haben Sie 10 Sekunden Zeit. Viele haben jetzt schon Angst, die 10 Sekunden können zu schnell zu Ende gehen. Das wäre schon die erste Phobie. So, hier sind sie. Die 50 bekanntesten Phobien, Ängste. Angst Nummer 1, Aerophobie ist was? Ist einfach. Flugangst, Angst vorm Fliegen. Agoraphobie, dachte ich erst, wenn der Pulli juckt. Nein. Nein. Angora. Angora. Agoraphobie. Ja, spendet weiter, mir fehlen die Worte. Hat sie toll gemacht, die Michelle. Agoraphobie ist Platzangst. Und wirklich wahr, ich dachte auch bis vor kurzem Platzangst, das heißt, man hat Angst, dass man platzt. Nein, es ist die Angst vor Plätzen, und zwar vor großen Plätzen oder auch vor sehr engen Räumen. Das kommen wir später dazu, das hat noch einen Eigennamen. Agoraphobie ist die Angst vor großen Plätzen und vor offenen Räumen. Sehr unangenehm. Sie stehen auf einem großen Platz, vor einem großen Platz, ja, wollen rübergehen und plötzlich können sie nicht mehr. Das ist sehr, sehr, sehr panisch. Und wie die Angst heißt, wenn Sie schon Angst kriegen, wenn Sie nur dran denken. Dazu kommen wir gleich, aber das ist ganz was Schlimmes. Übrigens, Helmut hat 47 dieser 50 Phobien und ich habe sie alle. Das ist toll. Jetzt kommt, ich darf Sie schon zu Hause auf einen Brüller vorbereiten, auf einen Wegschmeißer, auf einen echten Hammer. Eichmophobie, das ist die, Achtung, Nagelangst. Die Angst vor spitzen und scharfen Gegenständen. Ailurophobie ist Katzenangst. Akrophobie, Höhenangst. Amaxophobie ist Fahrzeuge und Autofahren. Also man will nicht in ein Auto steigen. Anthropophobie, das ist Angst vor Menschen. Das kann man überhaupt nicht vorstellen. Die beste Therapie gegen Anthropophobie ist Talkshow moderieren. Wirklich. Da lernen Sie, Menschen an sich ranzulassen, Nähe auszuhalten, Anthropophobie. Üble Sache. Passen Sie gut auf sich auf. Dann Aquaphobie, klar, Wasser. Hallo, Kellys, die waren auch gut. Die waren toll. Die Kellys waren toll, war mal gut. Toll, mit dem Song Child of the Kosovo. Child of the Kosovo. Ich habe das gehört, habe ich gedacht, braucht Bodo Hombach da unten nicht noch eine Band? Wirklich. Das war absolut beeindruckend. Und so neu. Und Musik, wo man sagt, nicht, war die Musik schon da, hat man einen Text noch draufgeklatscht, weil es gerade passt. Nein, neu empfunden. Arachnophobie, klar, Spinnen. Astraphobie ist Angst vor Blitzen und Gewitter. Batrachophobie, Frösche. Das gefällt mir sehr gut. Blenophobie, schon mal gehört? Die Angst vor Schleim. Blenophobie. Brontophobie ist die Angst vor italienischen Telefon. Ah! Pronto? Nein, pronto.
Nein. Brontophobie ist die Angst vor Donner und Gewitter. Dementophobie ist die Angst vor Unsauberkeit. Demophobie, Menschenmengen. Dromophobie, auch was sehr, sehr unangenehm ist, die Angst vor dem Überqueren von Straßen. Elektrophobie, klar, Elektrizität. Emetophobie ist die Angst vor dem Erbrechen. Stellen Sie sich vor, Sie haben Brontophobie, die Angst vor Schleim. Und, ja, und dadurch ausgelöst eine Emetophobie. Da braucht Ihre Frau viel Verständnis. Dann geh doch darüber in die öffentliche Toilette. Nein, ich habe Agoraphobie, Angst vor Plätzen. Entomophobie ist die Angst vor Insekten. Genophobie ist die Angst vor Sexualität. Kann auch eine Erleichterung sein. Gefyrophobie ist die Angst vor Brücken. Vor Brückenangst kann man sich auch vorstellen. Dann was ganz, ganz Interessantes. Helminthophobie. Helminthophobie ist die Angst vor Eingeweidenwürmer. Das ist doch der Hammer, oder? Noch ein bisschen Salat? Nee, danke. Glas Milch? Mm-mm. Was kann man da essen, wenn man diese Angst hat? Hämatophobie ist auch klar, die Angst vor Blut. Herpetophobie ist die Angst vor Reptilien. Homilophobie, die Angst, sich öffentlich zu Wort zu melden. Karzinophobie, klar, die Angst vor Krebs. Dann, das ist das andere, das ist der Gegensatz zu Agoraphobie. Klaustrophobie, die Angst vor geschlossenen Räumen und vor Eingeschlossensein. Klinophobie, die Angst vor dem Zu-Bett-Gehen. Kynophobie, Angst vor Hunden. Monophobie, Angst vor dem Alleinsein. Stereophobie, Angst vor der Ehe. Musophobie, Mäuse. Mysophobie, die Ansteckung an Gegenständen, zum Beispiel Türklinken. Müssen wir beobachten, wenn Sie Leute sehen, die so die Tür aufmachen. Ja. Oder den anderen irgendwie so die Hand geben. Ja. Angst vor Ansteckung an Türklinken. Schatz, Mensch, hör mal, wo hast du denn das geholt? An Türklinke. Wirklich, die Türklinke. Ein bisschen mit der Türklinke rumgeschmust und. Ja. Ich weiß auch nicht. So. Nosophobie, die Angst vor eventuell möglichen Krankheitsfolgen. Die Novophobie, das ist die Angst vor allem Neuen und Unvorhergesehenen. Nudophobie, die Angst vor Nacktheit. Numerophobie, die Angst vor Zahlen. Stellen Sie sich sowas vor. Wie spät ist es? Nyktophobie ist die Angst vor Nacht und Dunkelheit. Ophiophobie, die Angst vor Schlangen. Ornithophobie, die Angst vor Vögeln. Phobophobie, und das ist was ganz Schlimmes, Phobophobie. Phobophobie ist die Angst vor der Angst. Und mir hat mal ein Arzt gesagt, ja, das ist das eigentlich Gefährliche. Sie haben eigentlich keine Angst, sondern Sie haben Angst vor der Angst. Sie sagen, oh Gott, jetzt muss ich gleich über den Platz. Oder, oh, oder oh Gott, jetzt muss ich gleich eine Türklinke anfassen. Oder Hilfe, da vorne sehe ich eine Zahl. Oder so. Und wenn Sie diese Angst haben, dann haben Sie schon Angst davor, dass Sie gleich wieder Angst kriegen. Und das ist sehr unangenehm. Man kann es wegkriegen. Manche sagen so, manche sagen so. Viele sagen Tabletten, Finger weg. Aber die Angst vor der Angst ist etwas sehr, sehr, sehr unangenehm. Pyrophobie, Feuer. Siderodromophobie. Wer weiß, was das ist? Siderodromophobie, Reisen in Zügen. Hm. Taphiophobie, die Angst davor, lebendig begraben zu werden. Thanatophobie, die Angst vor dem Tod. Das kann ich nicht verstehen. Oder? Die Angst vor dem Tod ist eigentlich einfach zu nehmen. Oder? Ja, so ein Tod, dann ist aus. Ja. Und keine Panik, weil das ist ja dann letzten Endes, dann ist es ja gelaufen. Und ja, dann müssen ja keine Fragen mehr beantworten. Wo hast du das her? Oder probier es doch mal oder so. Ja. Tot sind, das wird in den meisten Fällen als Entschuldigung. Wieso kam er nicht? Ich war tot. Naja, okay. Ja. Dann Trichophobie. Trichophobie ist die Angst vor Haaren. Hm. Zum Beispiel vor weiblichem Bartwuchs. Auch schlimm, oder? Wenn Frauen, der Mann hat Angst vor Schleim und sie selber Trichophobie. Wir gehen öfters mal mit ihnen essen, weil sie haben sonst wenig Kontakt.
Also im Restaurant auch anstrengend dann. So, dann kommt der Angst, die relativ weit verbreitet ist. Triskaidekaphobie, glaube ich, spricht man so aus. Triskaidekaphobie ist die Angst vor der Zahl 13. Ich weiß nicht, ob das immer die Panik vor dem 13. oder so ist, dass die viele haben. Oder ob es einfach, wenn man eine 13 sieht. Trypanophobie ist die Angst vor Spritzen. Xenophobie ist die Angst vor Fremden. Und Zoophobie, auch klar, ist die Angst vor Tieren. Das sind also die 50 geläufigsten Ängste. Und das Schöne ist, diese Ängste kommen manchmal unvermittelt. Jahrelang hat man kein Problem, plötzlich sind die Ängste da. Und noch schöner, man kann sich die Ängste auch einreden lassen. Wenn Sie keine haben, einfach mit so einem kleinen Paranoiker oder so ein bisschen Zelturlaub machen. Und schon sind auch Sie fertig, meine Damen und Herren. Das hier ist Heidi Nunez Gomez, eine Frau, die keine Ängste hat, aber vielleicht Ängste auslösen kann. Tolle Frau, wirklich eine tolle Frau. Ich freue mich, dass wir uns sie noch leisten können, denn Hans, der Angstmacher Eichel, unser Sparminister, er möchte ja 30 Milliarden Mark pro Person und Rentner einsparen. Und ja, wirklich wahr, pro Person und bei Rentnern 60 Milliarden Mark. Ab morgen wird der Deutsche Bundestag darüber beraten, soll das wirklich so kommen, soll es wirklich so knüppelhart kommen oder rufen wir mal bei Laffo an, ob er nicht wieder Zeit hat. Auch wir hier, meine Damen und Herren, in unserer sympathischen kleinen Familienshow, wir müssen sparen. Sat.1 hat uns angerufen, hat gesagt, fangt ab sofort damit an. Und wir machen das auch, weil wir Vorbildcharakter haben und weil wir sagen wollen, jawohl, wir reden nicht nur drüber, wir gehen mit gutem Beispiel voran. Bleibt tot. Doch als das Sat.1 Lästermaul aus einer Laune heraus seinen Tresor öffnet, findet es darin nichts außer dem Toilettenschlüssel für das Damenklo im ersten Stock. Jetzt ist Schluss mit lustig. Schmidt wird sofort aktiv. Mitarbeiter Ballerstaller, der dafür zuständig ist, den lieben langen Tag Geld zum Fenster hinauszuwerfen, bekommt auf der Stelle die Papiere. Dann wird ein Sparbeauftragter eingestellt, und zwar der Bruder des Bundesfinanzministers Hans Eichel. Holger Eichel. Der gelernte Streicher kauft sich in einem Schreibwarenladen diesen schlichten Rotstift und macht sich kompromisslos an die Arbeit. Mit einem sukzessiven, mehrstufigen Sparplan soll erreicht werden, dass die Zuschauer die Einsparungen in der Show überhaupt nicht bemerken. Deshalb übrigens genauso gut diese schottische Pfeife sorgen. Hier kann mit Einsparungen an Musikergagen in Höhe von rund 560 Millionen Mark gerechnet werden. Zeitgleich wird das Studio 449 umbenannt in Studio 49, was eine Einsparung von ca. 400 bringt. Pünktlich zur Jahrtausendwende am 01.01.2000 wird der Rotstift dann noch heftiger angesetzt. Schmidts teure Bühnenanzüge von Hugo Boss. Warum? Einfache Boxershorts bringen es auch und erhöhen durch Sex die Quote. Einsparung immerhin 2,50 Mark. Ab Februar dreht Eichel der Schmidt-Show dann auch noch die teure Farbe weg. Dadurch werden die Witze auch nicht weniger lustig und außerdem spart es 460 Millionen Mark pro Sendung. Ton, ein überflüssiger Luxus. Stumm wirkt die Show erheblich intellektueller und Schmidts große Schwäche, das Reden, wird klug kaschiert. Einsparung insgesamt 7. Danke, Herr Eichel. Und Ihnen, liebe Zuschauer, viel Spaß damit. Mein erster Gast heute, meine Damen und Herren, ist ein gern gesehener Freund. Hier in unserer Show, sein kometenhafter Aufstieg am deutschen Comedy-Himmel begann vor mittlerweile, glaube ich, über 3 Jahren hier in unserer kleinen Familienshow. Und wir freuen uns immer, wenn er auf seiner Tournee bei uns mal wieder Halt macht. Herzlich willkommen, Michael Mittermeier. Es ist Sommer, Sommer, Biergarten, Grillen. Ist ja schön, da mutieren die Männer immer so beim Grillen. Ha. Ah, Schatz, schlachte die Sau, Grillmann ist zurück. Ja, ich, der Gott des rohen Fleisches. Ja, der Bioleck aller Käsegriller. Ha, ha. Sag mal, Mädels, eure Männer auch so daheim dann immer so diese Spiritus-Fetischisten, die immer glauben so, ich kann mit Feuer genauso gut umgehen wie der MacGyver. Da kann nichts passieren. Fresse weggebrannt. Na, so manches kleine Kind hat sich da heiße Ohren geholt. Ja, hol mal eine Videokamera, da halt mal drauf. Können wir einschicken, kann man wunderbar Geld verdienen. Das ist toll. Ja. Und jetzt darf man kaum mehr grillen. Habt ihr das gehört? Man darf nur noch 4-mal grillen im Jahr, weil der Rauch so stört im Freien. Mich stört Rauch im Freien nicht. Mich stören mehr Raucher in geschlossenen Räumen. Also, normalerweise habe ich nichts gegen Raucher. Speziell nichts gegen Raucher mit Brüsten. Kein Problem.
Gut, bei mir daheim in der Wohnung bin ich konsequent. Kein Mensch darf bei mir daheim in der Wohnung rauchen. Gut, vielleicht sollte ich das spezifizieren. Kein Mann darf bei mir daheim in der Wohnung rauchen. Eine hübsche Frau, die könnte in meinem Schlafzimmer eine Ziege grillen. Das wäre mir scheißegal. Wirklich. Ja. Raucher. Was mir ein bisschen suspekt, Raucher in der U-Bahn, die sind mir irgendwie suspekt. Es gibt ja so Spezialisten-Kunstraucher, ne? Die können dann so Kunstgebilde in die Luft blasen, so Kringeln, so Herzeln. Manche können richtige Hochhäuser mit verschiedenen Etagen. Da sind dann Fenster mit Leuten drin, die winken so raus. Wow, Raucher. Und so, habt ihr das gehört? Da wollen jetzt auch in Deutschland welche klagen gegen die Raucherkonzerne. In Amerika ist es ja schon so weit, dass die Zigarettenkonzerne Anti-Raucher-Werbung machen müssen. Für Millionen von Dollar. Sag mal, was ist das? Wäre das Gleiche, wenn ich mir ins Knie schieße und dann auf die Bühne, hey, lustig. Oh, diese militanten Nichtraucher, ich bin Nichtraucher, aber sag mal, diese militanten Nichtraucher, das ist schon ein Gesocks, ha? Ich weiß nicht, die hocken sich doch schon immer irgendwo in Lokalen neben Rauchern hin. Seid ihr mal aufgefallen? Die kommen irgendwo rein und dann so, ui, schau, der da hinten hat Zigaretten dabei. Da gehen wir hin. Na, ja, dann sitzen die da, ne? Und kaum zieht sich der Zigarette an, dann geht's los so. Sag mal, das ist doch völlig bescheuert, oder? Das wäre dasselbe, wenn ich mich neben fette Menschen hinsetzen würde, so. Oder wenn ich mich neben ganz kleine Menschen hinsetzen würde, so. Apropos kleine Menschen, das Konzert am Sonntag haben Michael Jackson und Francis Scorpions. Der wird immer kleiner, der Sänger. Ist dir das mal aufgefallen? Der ist schon fast so klein wie DJ Bobo, die ist so klein. Wenn man ihn so singen hört, da findet man schon wieder schade, dass in Europa das Zwergenwerfen verboten ist. Der ist so klein. Mei, die Scorpions. Na, Herr Riester, das haben sie jetzt davon, ha? Dass alte Menschen gezwungen werden, sich irgendwie Altersversorgung aufzubauen. To be number one. Ja, mein Gott, das tut richtig. Obwohl, es war schöne Musik auf diesem Konzert, aber was ich nicht verstehe, diese Tanzfolklore. Habt ihr das gesehen? Diese Riverdance, Lord of the Dance. Was ist das eigentlich? 100 besoffene Iren. Das ist wie Augsburger Puppenkiste auf LSD. Ah, ich weiß, aber sag mal, da lobe ich mir dann schon lieber. Gescheite Musik, Open Air im Sommer, hat die Stones hier in Köln vor 2 Wochen Abschluss der Welttournee. Und jetzt hat er ja sein kleines Kind von dieser brasilianischen Schlampe, ha? Mick Jagger, seine kleinen Jägermichel. Und seine Frau beschwert sich, was beschwert sich diese Frau eigentlich? Sag mal, wenn ich Mick Jagger heirate, diesen musikalischen Dauerständer, sag mal. Sollte ich mir vielleicht vorher mal so ein paar Gedanken machen, dass der vielleicht so mit so einem Groupie so einfach so ein bisschen so. Ich meine, überleg mal, das wäre umgedreht genau dasselbe, wenn du den Papst heiraten würdest, kannst dich nachher im Bett auch nicht beschweren, dass er keine Leistung bringt. Ganz klar. Ich muss sagen, hey, ich wäre gern dabei gewesen bei der Geburt von diesem kleinen Mick Jagger. Ich stelle mir das so schön vor, Entbindungsraum, die Rolling Stones kiffen, saufen, alle drumrum. Und sein kleiner Rockstar wird doch nicht geboren, so klaps und dann, sondern der klaps und dann das Kind flutscht raus. So, gut, ich erinnere mich immer so ein bisschen an die fliegenden Hühner von der Muppet Show, aber vielleicht bin es ja nur ich. Dankeschön. Danke. So. Danke dir, mein lieber Michael Mittermeier. Ja, vielen Dank. Im Herbst gibt es das Video. Ja, zu des TV-Junkies Sub. Genau. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Michael Mittermeier, servus.
Mein erster Gast heute, meine Damen und Herren, war Playmate des Monats November im letzten Jahr. Und dann hat sie es geschafft, sie wurde Playmate des Jahres. Eine außergewöhnliche Frau, geboren in der Karibik. Herzlich willkommen, Heidi Núñez Gómez. Das klingt alles schon mal sehr exotisch und sehr spannend, ja? In der Karibik geboren, wo genau? Santo Domingo. Das ist die Insel, die viele Deutsche kennen, jetzt vom Urlaub her? Ja, kann man schon sagen. Ja? Mhm. Das ist ja wirklich so, ja, also fast der gleiche Stellenwert wie Mallorca von der Frequenz her. Sehr viele Deutsche fahren dahin, ja? Ja, sehr viele Deutsche. Ja? Ja. Da bist du geboren? Da bin ich nicht geboren, ja. Ist Heidi ein häufiger Name auf Santo Domingo? Nee, eigentlich nicht. Ich dachte, es wäre ein deutscher Name. Ja? Ja? Und wie kommt es, dass du einen deutschen Namen hast? Meine Mutter hat das ausgesucht, hat ja? In eine deutsche Zeitschrift das angeguckt und ja? Die hatte also den Namen sehr schön gefunden. Ja? Dann hat sie mir Heidi genannt. Und das muss ich sagen, das ist ganz toll. Du sprichst hervorragend Deutsch. Dankeschön. Ja? Erst vor wie vielen Jahren gelernt? 3 Jahre. Das muss man sagen. 3 Jahre erst Deutsch. Perfekt. Ja? In Deutschland gelernt? In Deutschland gelernt. Was ist das für ein wahnsinniges Outfit? Das hat mir eine tolle Freundin gemacht. Sie ja. hat für seine Diplom das gemacht. Also ich kann mal ganz kurz mal zeigen. Toll. Wow. Man muss dann natürlich, das sage ich mal für alle, man muss diese Figur haben. Ja, weil sonst wird es natürlich doch ein bisschen eng, ne? Ja, und auch anstrengend zum Anschauen. Ja? Ja. Du bist dann nach Deutschland gekommen, wohin da? Ich bin erst mal nach Trier ja? gekommen, also meine Mutter wohnt seit 15 Jahren in Trier. Ja? Und dann bin ich mit meinem Freund nach Ulm umgezogen. Wie ist es denn, wenn man von der Karibik über Trier nach Ulm zieht? Muss man sich okay. das ja umstellen? Schon, ich meine, es ist schon anders, also die Mentalität und die Kultur ist schon anders. Und ich wollte immer irgendwie raus von der Dominikanischen Republik gehen und mir die Leute mal angucken und gucken, was sie alle so machen. Und schon, also es ist ganz schön, ganz entspannt, also ja. mir hat es schon sehr gut gefallen. Vermisst du nicht das tolle Wetter? Schon, aber man kann nicht immer irgendeine bestimmte Sachen haben. Also ich wollte irgendwie anders Sachen kennenlernen, ja. andere Leute, andere Kultur. Ja. Und da nimmt man eben das Wetter in Trier und Ulm oder überhaupt in Europa in Kauf. Genau. Ja? Das hat mich vorhin so begeistert. Diese Insel, du hast 3 karibische Inseln genannt. Das ist Aruba. Aruba, Curaçao und Bonaire. In Curaçao. Ja. Hier wird immer Curaçao gesagt, wegen diesem Getränk. Ja? Curaçao und Bonaire. Genau. Ja. Die sind im Süden der Karibik? Das ist im Süden, das ist in der Nähe von Venezuela. 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 Das ist, sag es bitte nochmal. Venezuela. Venezuela. Und wie heißt die Hauptstadt? Die Hauptstadt von Venezuela? Caracas. Sí. Sí, Caracas, señor. Venezuela. Das ist ja unglaublich, das ist schon ein Attentat, wie du Venezuela aussprichst. Ja? Das ist das Tolle. Im Spanischen wird das V, glaube ich, so wie ein deutsches B ausgesprochen, oder? Wir sagen ja. Venezuela ja. und du sagst Venezuela. Venezuela, genau. Venezuela, Venezuela. Mhm. Ja? Und warst du schon mal da auf Curaçao? Nee, nicht. In Aruba war ich schon mal ganz Aruba. Gut wie ist es da? Ja. Weiße Strände oder eher Kiesel? Sehr schön, aber so klein. Man kann in 1,5 Stunde schon durch die ganzen Inseln. Fahren. Ach so? Ja. Ist es dann sehr voll da? Ja, also es ist eine holländische Kolonie. Gut, aber das ist ja Nordrhein-Westfalen auch. Ja. Arriba. Was machst du jetzt hier beruflich? Ich arbeite als Fotomodell in ja. München. Hast du eine eigene Agentur oder? Nein, arbeite ich für eine ja. Agentur. Und kriegst du gute Jobs angeboten? Ja, manchmal. Ich meine, dieser Business ist so schwer. Also es gibt so viel Konkurrenz, so viele schöne Mädchen, so viele Schönheiten. Ja. Und es ist also sehr, sehr schwierig, dass man irgendwie einen Job bekommt. Ja. Was macht dein Freund? Mein Freund ist Basketballspieler bei der deutschen Nationalmannschaft. Oh, wie heißt er? Oder ist das zu indiskret? Nein. Nee. Malik Rudigkeit heißt er. Malik Rudigkeit aus der deutschen Basketballnationalmannschaft, meine Damen und Herren. Das heißt,
Sehr groß. Ja, 1,94 Meter. 1,94 Meter. Oder stell mal auf, ich muss mal gucken. Warte, ich muss hier rauf, weil das ist ein bisschen höher. So, ich bin 1,98 Meter, habe jetzt die Schuhe an. Aha. Ja, und wie groß ist er? Ja, so groß. Mhm. Ja, das ist aber die ideale Größe. Ja, oder? Ja. Vom Unterschied her. Ja. Wo habt ihr euch kennengelernt? In Trier. In Trier? Ja. Wie lernt man denn einen deutschen Basketball Nationalspieler in Trier kennen? In der Disco? Ja, in die Disco. Mein nächster Gast kennt Sie alle aus der Action-Serie Der Clown. Und morgen Abend hat seine neue Serie Premiere hier in Sat 1. Freunde wie wir. Herzlich willkommen, Sven Martinek. Kennt ihr euch? Ja, nur kurz halt. Nur kurz jetzt von gerade. Warst du schon mal in der Karibik? Ja, und zwar in Jamaika war ich. Letztes Jahr, glaube ich, war das. Ja. 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 Wie ist es da? Auch sehr voll? Junge, zum Gunja Man. Es war ziemlich rote Augen und viel Smoke aus dem Gesicht. Es war schon witzig, ja. Es war spannend. Ja, Smoke, so viel wird da geraucht? Da wird eine Menge geraucht. Also irgendwann sprach uns mal einer an im Auto und wir guckten so raus und man war schon high von dem, was der geredet hat. Das war schon Aber es sind doch hoffentlich nur einzelne Randerscheinungen, oder ist die ganze Insel so zugedröhnt? Ich denke mal, ja. Also ich glaube, es sind Randerscheinungen, ja. Also, ja. Wie lange hast du da Urlaub gemacht? Ja, 10 Tage war ich da oder so. Ja. Jetzt finde ich etwas sehr interessant. Du bist ja Schauspieler mit einer Ausbildung auf einer DDR-Schauspielschule. Mhm. Ja? Und das ist wirklich meine Meinung. Ich finde, diese Schauspielschulen, jetzt mache ich mich sehr unbeliebt, ja, aber diese Schauspielschulen sind im Grunde, glaube ich, handwerklich besser als die meisten der sogenannten Westschulen. Ja, was soll man dazu sagen? Ich finde es erstmal toll, wenn du das so empfindest, ist schon klasse. Ja, das kann ich nicht beurteilen, weil ich habe halt nur diese Schule erlebt. Also was anderes, ich habe keinen Vergleich. Aber ich höre das öfters. War es schwierig, da aufgenommen zu werden? Es war relativ schwierig. Also ich sage mal, sie waren sehr streng dort. Ja. Ich hatte so eine Art Babytest. Das war ja so, dass man damit mit 15, 16 hat man vorgesprochen. Dann musste ich warten, bis ich die NVA hinter mir habe, eine Lehre gemacht habe und so. Und dann durfte ich da studieren. Ja. Das heißt eine Lehre, eine andere Ausbildung? Ja, man musste im Osten musste man einen Beruf erlernen, bevor man an die Schauspielschule ging oder ein Abitur. Aha. Ja. Was hast du für einen Beruf gelernt? Ich habe gelernt Kunststeinsetzer. Das klingt toll, aber es war witzig, weil ich wollte irgendwas machen, halt Kfz-Mechaniker, da war mein Zensurendurchschnitt nicht so, da musste man 1,0 haben. Dazu braucht man auch Autos. Ja. Oder? Ja. Ja. Aber ich meine, du hattest ein Auto? Ich hatte zu Ostzeiten kein Auto. Erst nach der Wende hatte ich mir dann ein Auto gekauft oder so. Also vorher hatte ich kein Auto, bin immer gelaufen, U-Bahn gefahren, S-Bahn und sowas. Ja. Alles. Und was ist dann Kunststeinsetzer? Ist das Ergebnis in Richtung Bildhauer? Oder ist es das? Nee, gar nicht. Das war dann meine Enttäuschung, weil ich musste dann so, ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen kennt, so Terrazzo-Platten, 30 mal 30 Zentimeter, ist halt Kunststein, den musste man dann in Clubgaststätten im Osten verlegen. Das waren Meilen, also so eine Flächen wie hier ungefähr, musste man diese Platten auf den Boden kloppen, so ganz dröge. So, das war ziemlich anstrengend und ziemlich frustrierend. Aber was heißt Clubgaststätte? Was ist das? Eine Clubgaststätte ist eigentlich ein riesengroßes Säufer-Entertainment im Osten gewesen. Das heißt, das waren riesengroße Gaststätten, wo sich halt die Leute aus den Wohngebieten trafen, die es ja damals gab, diese Plattenbauten und so. Ja. Ne? Also gibt es so ein Zitat von Heiner Müller, die hießen dann immer Fickzellen mit Fernheizung, die Wohnung. Aber gut. Wobei das Entscheidende die Fernheizung ist. Ja, logisch, klar. Das war ja sozusagen der Komfort. Das andere haben wir hier auch. Und hast du mal Heiner Müller kennengelernt? Ich habe mit ihm gearbeitet, ja, im Deutschen Theater als Student. Ja, das war eine sehr interessante Arbeit, ja, mit ihm. Wie ist das? Ich meine, Heiner Müller ist ja leider tot, aber er war vor allem einer, der unglaublich viele Kopisten nach sich gezogen hat. Also so 20 Regieassistenten, kleine Heiner Müllers. Und er soll ja ordentlich was vertragen haben, Wodka-mäßig. Ja? Er hat ordentlich was vertragen, und gut, das hat ihn ja sein Leben gekostet, leider. Aber er war ein sehr sinnlicher Mensch. Das sollte man gar nicht denken, wenn man so die Texte liest. Da meinen alle, oh, nur vom Kopf und so. Ja. Er war ein sehr, sehr sinnlicher Mensch. Also ich erinnere mich an ein Erlebnis, das war witzig, da hatte er Geburtstag und die ganzen Studenten waren so im Deutschen Theater, sollten auch so zu seinem Geburtstag gratulierten ihm und man gab ihm so die Hand und plötzlich kam er so auf sein Gesicht zu, also auf meins, und legte so seine Lippen so auf meine und dann stand man da und kriegte einen Kuss von Heiner Müller und stand so da und wusste nicht so, was ist denn jetzt los hier? Es war ganz komisch, weil es war eine ungeheure Sinnlichkeit, die man gar nicht erwartet hätte von ihm so. Und ging er dann weg und hat gelacht oder hat er die Reaktion abgewartet und haben sie die Epigonen gleich nachgemacht? Nee, er hat alle anderen auch geküsst. Das war's. Man hat dann so die anderen Irritationen auch miterlebt. Ja. Was war das für ein Stück? Das war der Lohndrücker.
Also von ihm selbst? Von ihm selbst, ja. Und wie war, hat er Regie geführt? Streng oder eher so, macht mal? Das war sehr streng. Er hat die ganzen Schauspieler eigentlich immer aufgefordert, sie sollen nicht alles bewerten, was sie spielen. Es geht um die Texte, es war sehr archaisch und so. Und da waren natürlich viele alte so Schauspieler dabei, auch von der Brechtschule. Den hat er dann irgendwann Mützen aufsetzen lassen, wo das Licht dann von oben kam. Das heißt, die Augen waren in den Schatten, die konnten sich wund spielen. Er wollte das gar nicht ein schöner wissen. Trick, ja? Ja, das war ein schöner Trick. Ja. Haben die es gemerkt? Ja, die waren natürlich, natürlich sauer, oder? Natürlich haben die es gemerkt und viele waren auch in gewisser Weise frustriert, ja. Ja. Wie ist das eigentlich, so alte Schauspieler, die noch von Brecht kommen? Wie oft sagen die am Tag den Satz, bei Brecht war das alles besser? Naja, es gibt so, als ich dann in Karl-Marx-Stadt am Theater war, war das so, dass dich die Leute erstmal, wenn du da schon guten Morgen gesagt hast, kam die erste Anekdote natürlich vom alten Theater und so. Aber es war interessant, es war ja auch sehr lehrreich, das zu erfahren so von denen. Spielst du jetzt noch Theater? Nee, komme ich ja nicht dazu. So. Ich meine, vermisst du das nicht? Ich vermisse es schon, weil ich es immer so für die, also für die Mutterbrust des Schauspielers halte. Ja. So, ja, ich würde es gerne mal wieder probieren, aber da braucht man wirklich Zeit. Also man braucht ja 4 bis 6 Wochen, bis so ein Stück probiert ist und dann heutzutage muss ja auch Suite gespielt werden. Ja. Die Zeit ist nicht da, wenn man dreht. Also ist schade eigentlich. Aber ich würde es gerne irgendwann wieder probieren mit Freunden zusammen. Ja. Und morgen Abend geht es für dich weiter? Ich meine, du bist ja sehr gut im Fernsehgeschäft, ja? Ja, im Moment noch ja, sage ich immer so. Also schön die Beine auf den Boden lassen. Immer Piano. Mhm. Ja gut, ich meine jetzt in 2 Serien, morgen Abend. Geht der Clown auch weiter? Der Clown geht weiter. Wir drehen gerade wie die Verrückten, ja. 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 Machst du diese Action-Szenen selber? Es gibt einige, die wir selber machen. Also es gibt dann halt so viele Proben mit den Stuntleuten und so und bei ein paar Sachen. Dann warte ich einfach ab, bis die Kamera da ist und dann mache ich auch ein paar Sachen selber. Also gibt es auch schöne Geschichten so. Weil erzähl halt doch eine. Na gut, nehmen wir eine. Also wir hatten eine Geschichte, die war letztes Jahr. Im August, da mussten wir, haben wir so eine Slapstick-Nummer probiert. Und zwar klettern wir irgendwie an so einer Hausfassade lang, wie das beim Clown halt so ist. Und irgendwann gibt es ein Abflussrohr. Man will sich daran festhalten und es klappt so nach hinten ab. Und Roland, mein Stunt-Double, sagte so am Vortag, als wir das drehen wollten, wollen wir das nicht mal testen mit dir? Du hängst dich dran, wir klappen das mal ab, dass du ein Gefühl für kriegst für morgen. Ich habe gesagt, nee, das kannst du vergessen, das machen wir nicht, weil das Gesicht, was ich morgen in der Kamera mache, wirst du nie wieder kriegen und so. Und dann winkt er halt hoch am nächsten Tag. Und ich habe tatsächlich, ich habe die Fotos gesehen, ich habe geguckt wie eine Katze beim Pieseln. Also das kann man sich nie vorstellen. Wie eine Katze beim Pieseln? Ja, kennst du, haben Sie schon mal eine Katze beim Pieseln? Nee. Hast du schon mal erlebt? Das ist irre. Weil die Katzen, meine Eltern, also wir hatten damals immer, die Kinder schleppen Katzen an, diese kleinen jungen Kätzchen, ist ja auch süß und schön. Haben die angeschleppt und ich saß immer so, wir hatten immer so diese kleinen Wohnungen, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, so kleine Badzellen und man saß dann so auf der Toilette und irgendwie kam die Katze auch immer mit, machte so ihren Platz frei da und ich habe das immer beobachtet, fand immer faszinierend, wie man im Tierpark so Tiere anguckt und sah sie dann, wie sie so ihren Platz macht und dann gibt es irgendwann diesen Blick so. Ja, dann kommt das Entscheidende, kurz danach gibt es dann so, wenn sie fertig sind, so ein und dann gehen die raus. Zwei klare Phasen. Ja, ne? Ja. Das hätte Heiner Müller gut gefallen, oder? Ja. Und dann gehen sie aber mit hoch erhobenen Schwanz so noch raus und sind glücklich. Und so habe ich da geguckt an diesem Tag. Und so, und das war sehr gut. Weil bei dieser Action. Aber ich meine, das ist ja wirklich. Aber jetzt kannst du den auf Anhieb wiederherstellen. Den kann ich immer wiederherstellen, weil das habe ich so oft beobachtet. Das ist schon ein bisschen. Morgen Abend, 20.15 Uhr in Sat 1. Freunde wie wir. Wie viele Folgen? 12, 20? Das sind 13 Folgen. 13 Folgen. 13 Folgen. Mhm. 13 Folgen. Und Heidi, wir freuen uns, wenn du wiederkommst, wenn die erste große Modenschau vielleicht mit Werken deiner Designerkollegin gelaufen ist. Ja? Ja. Alles Gute, gerne. Schönen Dank. Ja. Viel Erfolg, bis zum nächsten Mal. Danke. Ja. Ciao. Ciao.